Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Partieanalyse. Und zwar analysiere ich heute meine Schnellschachpartie, die ich gegen SchachTV im Rahmen seines Let's Play Schach Together gespielt habe. Und ja, schauen wir mal, wo ich gepatzt habe und wo ich es hätte ein bisschen besser spielen können. Also, es kam das Budapester Gambit aufs Brett, D4, Springer F6, C4, E5. Und er hat das Gambit angenommen. D schlägt E, Springer G4. Soweit alles okay. Springer F3. Springer C6 und dann kam Springer C3. Normalzug wäre zum Beispiel auch E3. Springer schlägt E, Läufer E2. Und mir schwebte von vornherein, also es gibt zwei Möglichkeiten, zwei Abspiele. Das Abspiel, das ich gewählt habe mit Springer C6 oder direkt Läufer C5, weil dann halt, wenn der Springer hier auf G4 noch steht, hier der Bauer angegriffen wird und dann kommt E3. Und mir schwebte schon von vornherein so ein Stellungstyp vor Augen, wie in dieser Variante, die ich hier angegeben habe, mit G6, Springer C3, Springer nimmt Läufer G7, Dame D2, D6 und hier das Fianchetto auf B2 noch. Ja, sowas hatte ich so ein bisschen vor innerem Auge, weil ich die Variante mit Läufer C5 nicht spielen wollte. Hab gedacht, dass hier ist vielleicht ein bisschen untypischer und wird ihn dann vielleicht auch ein bisschen mehr fordern und ein bisschen aus der Theorie, die er vielleicht kennt, herausbringen. Ja, so viel zur Theorie des Plans. Okay. Also er hat nicht direkt E3 gespielt, sondern erstmal Springer C3. Ich habe den Bauern rausgenommen, Springer schlägt und jetzt E3. Das heißt, durch Zugumstellung kommt das alles auf was Ähnliches hinaus. Und ich habe jetzt erstmal D6 gespielt. Okay, ich hätte auch gleich G6 spielen können, wäre auch okay gewesen. Läufer E2. Jetzt G6, mein Plan. B3, auch ganz typisch in so Stellungen, dass man den Läufer hier auf B2 fianchettiert. Läufer G7, Läufer B2, Rochade, Rochade. Und jetzt B6, ja, ich weiß nicht, ob B6 der richtige Plan war. Ich dachte mit B6, D6, dass hier am Darmflügel nichts anbrennt. Das sieht solide aus. War es dann nicht so wirklich, wie wir sehen werden. Eine andere Möglichkeit wäre zum Beispiel gewesen Turm E8. Und auf Dame E2 dann Läufer G4 zum Beispiel, also wenn die Dame diese Diagonale verlässt. Oder auch direkt Läufer E6, zum Beispiel Dame D2 und dann F5. Und dann kann ich mit dem Läufer gegebenenfalls hier auf F7 zurück. Turm auf die E-Linie, ja, das wäre wahrscheinlich auch noch besser gewesen als das, was ich gespielt habe. Also dieser Plan B6, das war keine gute Idee, wie sich im weiteren Partieverlauf noch zeigen wird. Und nach F4, relativ starker Zug, muss ich sagen, zwingt den Springer zurück nach C6, wird auch die Stellung schon mit plus 0,8 Bauerneinheiten für Weiß bewertet. Zu Recht, Weiß ist komplett entwickelt, hat Raumvorteil, hat mehr Platz, ja, klar. Läufer F3, auch logisch. Läufer B7, Dame D2, ja, und jetzt habe ich schon ein bisschen die Probleme. Der Springer ist nicht wirklich beweglich, weil der Läufer hinten dran hängt. Wenn ich Turm B8 spiele und den Springer dann bewege, dann hat er immer den Tausch und der Turm steht dann hier auf B7. Und dann brauche ich wieder zwei Züge, um den Turm wieder zurück ins Spiel zu bringen. Und ja, das krankt alles ein bisschen irgendwie, mein Aufbau. Das heißt wahrscheinlich Läufer E6, F5, das wäre wahrscheinlich deutlich bessere Möglichkeit gewesen. So, ich habe jetzt versucht, mich zu befreien mit Springer A5. Ich wollte jetzt hier diesen lästigen Läufer auf F3 loswerden. SchachTV spielte jetzt an dieser Stelle Springer D5. Andere Möglichkeit, die mein Computer vorschlägt, wäre E4. Einfach den Läufer nicht tauschen, ihn in diesem Schlamassel hier den Schwarzen stehen zu lassen, mit dem exponierten Springer auf A5. Springer am Rand, bringt Komma am Schand und so weiter. Und Möglichkeit wäre jetzt noch gewesen C5. Springer D5, Tausch und hier noch Tausch und dann B5 vielleicht. Ja, vielleicht. Ist natürlich Geschmackssache, ob man hier mit dem C-Bauern nimmt oder mit dem D-Bauern. Der Computer schlägt vor, hier mit dem D-Bauern zu nehmen und dann vielleicht noch... Ja, nee, B4 jetzt geht nicht, aber... Ja, ich weiß auch nicht. Der Computer hat das mal so vorgeschlagen. Ich spontan würde eher mit dem E-Bauern schlagen. Aber sei es drum.
Wie kam es wirklich? Springer D5. Ja, und jetzt habe ich lange überlegt und dann letztendlich diesen Springer getauscht. Der Computer schlägt vor, ich soll erst hier unten tauschen und jetzt F5 spielen. Ja, ich hatte bei der Berechnung gesehen, ja, jetzt, wenn ich jetzt F5 hatte ich gar nicht mitgesehen, aber wenn jetzt Springer F6 kommen würde, das wird natürlich ganz schrecklich. Also sagen wir mal, ich mache irgendwas anderes. Zum Beispiel C6, dann kommt hier der Springer rein. Und wenn der König zieht, dann habe ich natürlich immer Abzüge. Hier in dem Fall könnte ich jetzt zum Beispiel einfach die Qualität gewinnen, wenn ich wollte. Oder hätte ich noch was anderes Gutes? Ich denke, das ist am einfachsten, die Qualität zu gewinnen. Aber deshalb sagt der Computer hier F5 und dann zum Beispiel Turm AD1, C6, Springer geht zurück. Dame F6 und dann stehe ich mit Turm noch Fe1. Da stehe ich zwar immer noch schlechter, aber nicht so schlecht, wie es dann in der Partie kam. Es wird dann hier immer noch so mit plus 0,8, 0,9 oder so bewertet. Klar, der Springer steht schlecht, der Läufer beißt einen Kollegen in den Arsch und ja, die weißen Figuren harmonieren einfach viel besser. So, das heißt, es wäre also noch besser gewesen, also hier den Schwarz für den Läufer tauschen und dann F5. So, ich habe jetzt hier gezuckt und hier rausgenommen. Der Computer schlägt vor, lieber hier zu nehmen, König nimmt und dann mit der Dame zu nehmen. Aber SchachTV hat jetzt hier mit dem Läufer geschlagen. Und ich mache wieder den nächsten Bock. Also ich spiele jetzt hier Turm B8. Besser wäre gewesen, hier rauszunehmen. Dame schlägt und jetzt C6. Oder wenn ich schon nicht da unten nehme, dann direkt C6. Und mein Läufer muss zurück. Dame E7. Dame C3 zum Beispiel, damit der B-Bauer beweglich wird, weil sonst der C-Bauer immer hängt. Turm C8 deckt nochmal den Bauern, damit nach B4 Springer B7 der C-Bauer nicht hängt. Klar, immer noch besser für Weiß, aber auch viel besser als das, was ich gespielt habe. Als Turm B8, einfach grausiger Zug. Also C6 oder erst tauschen, dann C6 wäre um Welten besser gewesen. So, jetzt kam hier der Tausch. B4, ja, jetzt haben wir den Schlamassel zurück. Und jetzt geht's weiter. Jetzt hat SchachTV auch fast, zumindest die nächsten 1, 2, 3 Züge, fast immer den besten Zug gefunden. F5, ja. Und ja, ich habe jetzt gedacht, ich spiele Dame G5, mache hier ein Feld für den Springer frei auf D8. Aber in der Tat wäre immer noch besser gewesen F6. Dann wird für Weiß E4 vorgeschlagen. Dame E8, Turm F3, klar, der Turm will eingreifen. Und auf, wenn ich jetzt als Schwarzer hier probiere nochmal mit A5, kommt natürlich einfach A3, deckt das wieder. Springer D8, B5, unterbindet C6. Jetzt muss man hier als Schwarzer aufpassen, das zuschieben. Und dann zum Beispiel H4, G5, Turm F4, H5. Und dann bin ich halbwegs, habe ich mich dann rausgerettet. Klar, die Figuren stehen alle passiv, aber es ist nichts Konkretes, ja. Weiß steht immer noch besser, aber er hat nichts Konkretes. Das heißt, das wäre noch deutlich besser gewesen. So, Dame G5, Dame D4 Schach, klar, der beste Zug. Und ich habe jetzt F6 gespielt. Vielleicht wäre besser gewesen, Dame F6, Dame schlägt, König schlägt, G schlägt, König schlägt, Turm F3, Springer D8, verdoppelt. Ja, ich stehe immer noch sehr gedrückt, aber der Turm ist hier hinten eingesperrt. Ist natürlich auch hässlich, ja. Wird aber als besser vorgeschlagen als F6, was ich gespielt habe. So, jetzt kam H4. Auch nicht der beste Zug. Besser wäre wahrscheinlich gewesen Turm F8, F3. Klar, Idee, Turm auf die G-Linie überführen. Zum Beispiel Dame H5, F schlägt, H schlägt,
Turmverdopplung. Dame kommt nach d5. Dame geht hier rüber, will nicht tauschen, geht lieber nochmal auf den Bauern drauf. Zum Beispiel a5. Dann wird hier drüben getauscht, um den Turm abzulenken, dass der erstmal nicht eingreifen kann. Und jetzt hier die Verdopplung auf der H-Linie, um hier einzusteigen. König geht raus, Dame steigt ein und Dame nimmt hier mit Schach. Und ja, dann purzelt das Kartenhaus langsam in sich zusammen. Also direkt Turm f3 wäre wahrscheinlich stärker gewesen. Aber es ist eine Schnellschachpartie und die Zeit war schon etwas fortgeschritten. Insofern kann man das nicht verübeln. H4 natürlich auch ein starker Zug. Ich habe jetzt Dame g3 gespielt, mit der Idee hier auf e5 nochmal reinzukommen, die Dame zu blockieren. Der Computer schlägt vor, Dame h6 wäre besser, Turm f3. Und dann hätte ich nochmal probieren können mit c5. Klar, b schlägt c, kommt der Springer ins Spiel, das ist nicht so gut. Das heißt, Dame zum Beispiel g4, c schlägt, f schlägt g, Dame schlägt g, Dame f4, König geht raus, klar, es droht Turm g3 mit Damengewinn, das heißt König h8, Vertrippelung auf der f-Linie. So, jetzt muss der Springer versuchen, hier nochmal einzugreifen. Und jetzt h5, Dame schlägt d und auf Turm d8, also Turm ad8, nee, bd8, zum Beispiel Dame e7 und nach Dame e8 kann ich hier drüben rausnehmen. Für den Moment ist noch alles gleich, aber der F-Bauer hängt, die Bauern auf der B-Linie sind schwach. Also das ist nur eine Frage der Zeit, bis das dann in die Binsen geht. Zum Beispiel D6 deckt hier den B6-Bauern. Und dann kommt schon Turm G3, droht hier matt. Und auf Dame zwischen, ja, was könnte ich dann machen? Dann könnte ich... Ja, vielleicht hält es noch für den Moment. Und hier nimmt der Turm. Ja, das hält es vielleicht noch für den Moment. Naja, aber auf jeden Fall C5 wäre noch ein guter Versuch gewesen. Habe ich leider in der Zeitnot nicht gesehen. Wie gesagt, von mir Dame G3 mit der Idee hier einzusteigen. So, er hat jetzt erstmal hier oben auf G6 geschlagen. Turm F3 wäre natürlich auch wieder gegangen, gleiche Idee. Hier die Verdopplung der Türme möglichst schnell zu vollziehen. Und auf Dame E5, Turmverdopplung. Dame schlägt, E schlägt, Springer D8. Kommt wieder B5, um C6 zu verhindern. Springer F7 und dann kann man hier einfach den Bauern gewinnen. Ja, auch klar, besser für zum Beispiel so und dann wird alles getauscht und dann geht man in Leichtfiguren Endspiel mit einem Bauern mehr als Weißer. So. Aber hier kam jetzt erstmal F schlägt, H schlägt und jetzt Turm F4 sehr stark sperrt die Dame ab, dass sie nicht mehr nach E5 rein kann. Wieder wäre C5 vielleicht noch ein guter Versuch gewesen. Zum Beispiel Dame D2. Und wenn ich jetzt hier nochmal probiere, über die H-Linie zu kommen. Dame C3. Kommt dann natürlich als nächstes wieder Turm AF1. Und ja, dann fällt hier das Kartenhaus zusammen. Eben weil der Turm hier an den Springer gebunden ist. So, wie gesagt, es war auch keine Zeit mehr. Jetzt habe ich nochmal A5 vorgezogen. Klar, jetzt wird hier verdoppelt. Der Bauer ist undeckbar. Ich hätte es auch noch hier nehmen können. Turm nimmt, Dame nimmt, König H6. Aber dann kommt ganz cool Dame E7. Deckt hier den E3-Bauern, der sonst mit Schach hängt, und dann zum Beispiel einfach Turm F7. Das ist absolut tödlich. Der Turm kann immer noch nicht ziehen, weil er an diesen Scheißspringer gebunden ist, und das wäre auch sofort aus gewesen. Aber Turm E8 ist natürlich auch absoluter Mist, ja.
Die Dame steigt jetzt hier mit Schach ein. König E6, H6. Und jetzt hat er den direkten Gewinnzug ausgelassen. Ja gut, es ist auch so gewonnen, aber Turm 1, F3, ja, super stark, ja. Dame hat nur noch das Feld auf E1. Und dann kann der König einfach hier rausgehen und als nächstes droht einfach Dame G5 und dann steigt hier unten der Turm ein. Auf F7 und dann entweder Dame schlägt G6 oder Dame H6, je nachdem, wo der König hingeht. Also das ist dann sofort aus. Gut, es kam erstmal E4. Ich habe jetzt in meiner Verzweiflung mal hier drüben genommen. H5. Springer dazu geholt und nach H schlägt G. Turm F8 gewinnt natürlich Turm H4 Schach sofort. Muss ich die Dame geben. Und ja, das ist dann matt. Aber ich habe dann nach Turm H4 Schach die 2 Sekunden oder was ich noch auf der Uhr hat ablaufen lassen. Das war dann klar und auch verdient gewonnen. Wie gesagt, der Knackpunkt in dieser Partie war, denke ich, hier dieser Aufbau mit B6. Das war einfach Mist. Und ich habe dann auch ausgelassen, zu gegebenem Zeitpunkt C6 zu spielen, um dann nochmal ins Spiel zu kommen. Also Turm B8, das war dann letztendlich eigentlich schon der Verlustzug. Also da wird es dann positionell schon so schwach, dass das nur noch ein Einbahnstraßenschach dann ist. Naja, gut. Was soll man sagen? Hat Spaß gemacht und ich hoffe, das können wir mal bei Gelegenheit wiederholen. Auch wenn ich verloren habe, aber sei es drum. Vielleicht habe ich ja beim nächsten Mal dann Weiß und habe dann vielleicht ein bisschen bessere Karten. Aber naja, gut. Was soll man noch weiter Worte darüber verlieren? Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt an meiner Analyse und dann sehen und hören wir uns vielleicht beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Checkmate.